Keine Verschwörungstheorie ist leichter beweisbar als die flache Erde. Ja, wirklich keine. Es gibt ja solche Beweise, die kann niemand widerlegen. Ja, heute will ich euch hier einen zeigen. Hier sehen wir Polaris. Ja, zentral über der Erdachse. Polaris befindet sich genau zentral über der Erdachse. Und diese Aufnahme ist aus Südafrika. Wir sehen hier Polaris. Ja, und ja, wie wir hier schon sehen können, seht ihr, dass die Sterne sind hier viel enger wie hier. Ja, das, ja, aber dazu komme ich im anderen Video. Ja, das ist, wenn die Sterne hier weiter weg sind und hier sind sie näher, dann das geht auf einer Kugel nicht. Aber dazu dann mehr im neuen Video. Also wir sehen hier Polaris, Südafrika. Südafrika befindet sich auf den 23,5. Breitengrad südlich. Ja, und die Polaris wäre hier zentral über der Erdachse und wir könnten Polaris niemals sehen. Das ist natürlich ein gewichtiges Argument, denn das ist auf einer Kugel tatsächlich unmöglich. Und ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass du natürlich auch die Quelle des Bildes überprüft haben wirst. Denn als Wahrheitssucher wirst du ja sicher nicht einfach nur blind und ohne Hinterfragen etwas übernehmen, was irgendjemand anderes so behauptet, ne? Sondern natürlich auch selbst gründlich recherchieren. Also ich meine, so wie Polaris da steht von der Höhe her, ja, könnte das natürlich auch auf der Nordhalbkugel sein, so im arabischen Raum etwa. Die haben da ja eben solche Wüsten. Und die Gewächse da kenne ich auch von anderen Bildern, zum Beispiel Fotos aus Dubai. Na egal, also Südafrika wird sicher stimmen, steht ja schließlich da. Was sagt denn eigentlich der Fotograf selbst dazu? Ach, guck. Ist nicht wahr. Wollte da etwa jemand mogeln und stellt deswegen mal eben eine kackdreiste Lüge in den Raum, nur um das eigene Weltbild zu stützen? Aber wer wird denn anderen Leuten Manipulation und Desinformation vorwerfen und sich dabei selbst dieser fragwürdigen Mittel bedienen, Ach, übrigens, auch die Behauptung, Polaris stünde genau über der Erdachse, ist Unfug. Denn dann wäre er auf Langzeitbelichtung immer nur ein Punkt. Aber nun ja. Wer es mit der Genauigkeit so großzügig hält wie du, der lässt doch schon mal einen Kreisbogen einen Punkt sein. Weil es heute passend ist, zeige ich euch einen Vollmond. Ich glaube, der war im Januar. Wir sehen hier beleuchteter Teil der Mondscheibe. Ich mache ein bisschen Kulisse. Genau 100%. Der Vollmond befindet sich genau hinter der Erde. Und die Sonne genau vor der Erde. Monduntergang war um 7:22 Uhr. Und Sonnenaufgang war um 7:15 Uhr. Das heißt, sie waren mindestens 7 Minuten gleichzeitig über den Horizont. Ja, also Sonne und Mond könntet ihr stehend auf einer Kugel niemals gleichzeitig sehen. Dazu müsste der Mond hier stehen und die Sonne hier. Ja. Völlig unmöglich. Ja, unmöglich sicherlich. In dieser Darstellung. Dir ist schon aufgefallen, dass das Bild nicht so ganz maßstabsgetreu ist und es auch gar nicht sein soll? Warum versuchst du dann, daraus irgendwelche Schlüsse zu ziehen, die sich in der Realität so gar nicht ergeben? Im Unterschied zu diesem Bild ist die Realität nämlich sehr wohl, ja, nun ja, maßstabsgetreu halt. Machen wir eine einfache Rechnung. Auch diese Skizze ist nicht maßstabsgetreu. Das ist aber auch nicht nötig. Uns interessieren nur ein paar Zahlen. Nehmen wir an, Sonne, Erde und Mond stünden exakt auf einer Linie. Wir hätten also eine perfekte zentrale Mondfinsternis. Wir wollen jetzt wissen, wie weit für einen Beobachter an diesem Punkt der Erde Sonne und Mond jeweils unter dem Horizont stehen. Der Einfachheit halber berechnen wir einfach den Winkel zwischen Beobachter und dem jeweiligen Mittelpunkt des Himmelskörpers. Wir haben zwei rechtwinklige Dreiecke. Die kurze Seite ist der Erdradius, die andere der jeweilige Abstand. Der Tangens des gesuchten Winkels entspricht dem Quotienten dieser beiden Seiten, Gegenkathete durch Ankathete. Eingesetzt und ausgerechnet ergibt sich für die Sonne ein Winkel von 0,002 Grad. Für den Mond etwa 0,96 Grad. Die Beobachterhöhe ist dabei noch nicht berücksichtigt,
Der Beobachter liegt also quasi mit der Nase auf dem Boden und schnüffelt an Regenwürmern. Der Höhenwinkel der Sonne ist praktisch null. Man braucht also nur einfach aufzustehen und hat die tiefstehende Sonne im Blick. Der Mond ist knapp unter dem Horizont und außer Sicht. Wenn man aber berücksichtigt, dass die Mondbahn gegenüber der Ekliptik um rund 5 Grad geneigt ist, dann gibt es mehr als genug Spielraum für eine gleichzeitige Sichtbarkeit von Sonne und Vollmond an den gegenüberliegenden Horizonten. Es funktioniert also sehr wohl, wenn man die korrekten Größenverhältnisse berücksichtigt und keine runterskalierte Illustration. Hier ein Bild der NASA, hier sehen wir wieder wunderschön das Auge. Okay, und das hier nennt man Lichtstreuung. Und wenn sich Licht streut, entsteht in der Mitte ein Schatten. Ja, die NASA und die ESA, sie zeigen es uns. Überall zeigen sie ihr Auge und wir verstehen es nicht. Und genau so strahlt auch die Sonne. Das hier hat nichts mit Lichtstreuung zu tun, jeweils nicht in dem Sinne, wie du es dir da zusammenfantasierst. Das Bild zeigt die Staubscheibe um den Stern Fomalhaut. Und das in der Mitte als Schatten zu bezeichnen, der durch irgendeine magische Lichtstreuung entsteht, ist sehr gewagt. Warum zeigst du das Bild eigentlich nicht in einer besseren Auflösung? Vielleicht, weil man dann sehen könnte, wie du hier abermals zu manipulieren versuchst? Na, ich will mal nicht so sein und nehme dir deine Hausaufgaben mal ab. Hier das Bild in groß und siehe da, dein vermeintlicher Schatten entpuppt sich als eine spezielle Blende im Strahlengang der Kamera, um den Stern auszublenden. Ohne diesen sogenannten Koronograph wäre von der Umgebung des Sterns überhaupt nichts zu sehen, da ja alles überstrahlte. Dein angebliches Auge ist also nichts weiter als ein kleines Stück Metall in der Kamera. Und wenn die Sonne ihr Licht streut, genau von der Mitte aus, dann verteilt sich das Licht so und so. Genau von der Mitte nach außen, dann entsteht in der Mitte ein schwarzer Kreis, ein dunkler, ein Schatten der Sonne. Aha. Und wo ist dieser angebliche Schatten ja sonst so? Warum ist der nie zu sehen? Versteckt er sich? Traut er sich nur bei Mondfinsternis raus? Könnte ja sein. Und wahrscheinlich schämt er sich dann für seine Schüchternheit. Deswegen leuchtet der Mond rot, nicht wahr? Das ergibt Sinn. Aber mal abgesehen von dem schüchternen Schatten, Lichtstreuung im realen Sinne bedingt die Anwesenheit von Materie, deren Partikel das Licht in unterschiedliche Richtungen reflektieren. Lichtstreuung findet also zum überwiegenden Teil erst in unserer Atmosphäre statt. Die Sonne selbst strahlt es einfach nur in alle Richtungen ab. Und zwar ziemlich gleichmäßig. Da streut nix. Ich habe selbst mal mit einer Lampe einen Versuch gemacht und die Lampe war so eingestellt, wie unsere Sonne streut. Ja. Ja. Und dann? Entsteht in der Mitte ein lichtleerer Raum. Sehr schön zu sehen. Und genau so streut die Sonne. Sie streut ihr Licht in diese Richtung und dann entsteht in der Mitte ein Schatten. Es ist viel einfacher, als wir denken. Wow, 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 mal langsam, junger Cherrypicker. Das hier ist ein Sonnenfleck und der hat auch nichts mit Lichtstreuung zu tun. Überhaupt nicht. Ja, und das mit der Lampe? Och, das kann ich auch. Guck, hat auch schöne Muster. Ich kann dir auch genau sagen, wie die entstehen. Ich habe einfach einen Spiegel hinter die Lampe gehalten, welcher das nach hinten abgestrahlte Licht zur Wand reflektiert. Dadurch ist die Lampe einem Teil ihres Lichts quasi selbst im Weg und wirft einen leichten Schatten. Und genau das gleiche dürfte auch bei deiner Lampe der Fall sein, denn die hat mit Sicherheit einen eingebauten Reflektor. Da ist es vollkommen klar, dass unterschiedliche ringförmige Muster aus hellen und dunklen Stellen entstehen können. Solche Muster haben also abermals nichts mit Lichtstreuung zu tun, sondern entstehen im optischen System der Lampe, an einem Reflektor oder einer Linse, sind also konstruktionsbedingt. Nach aktuellem Wissensstand verfügt die Sonne aber weder über einen Reflektor noch ein Linsensystem, sondern strahlt einfach nur gelangweilt ihr Licht in alle Richtungen ab. Wie stellt man das am einfachsten nach?
Nun, man nimmt einfach eine mattierte, nackte Glühlampe, ohne Reflektor, ohne alles und fertig. In meinem Fall heißt es einfach Lampe umdrehen. Und siehe da, nix mit lichtleerem Raum. Und wir sehen hier eine Mondfinsternis. Also, wir sehen hier, wie der Mond von Süd nach Nord durch die Erdkugel geht. Ja, also das ist völlig ausgeschlossen. Stellt euch mal vor, der Mond würde sich so um die Erde drehen. Ja, also nicht von links nach rechts, sondern von unten nach oben. Seht ihr das? Also es gibt schon so eine Handvoll Orte auf der Welt, wo der Mond ein bisschen anders als hierzulande gewohnt über den Himmel zieht. Ein paar. Also, ja, eigentlich die gesamte Südhalbkugel. Am Äquator geht er praktisch senkrecht auf und unter. Und diese Aufnahme hier aus Australien, ja, die entspricht jetzt auch nicht so unbedingt dem, was ich unter links nach rechts verstehe. Nicht so wirklich. Also eigentlich mal so gar nicht. Man könnte fast meinen, wir lebten auf einer, naja, Kugel. Und hier kommt er in diese Richtung heraus, nach links. Ja, er geht hier herein. Also stellt euch mal vor, ihr würdet hier einen schwarzen Schatten nehmen. Und jetzt versucht mal den Mond hier reinzuschieben, dass er so aussieht. Also es geht nur, wenn man den Mond hier rüber schieben würde, hier rüber oder kerzengerade rein. Der Mond macht ja immer perfekt eine kreisrunde Bahn. Er kann nicht unterhalb der Erde hereingehen und dann hier links oben heraus. Das ist völlig unmöglich. Und das geht nur durch den Schattenwurf der Sonne. Das hier ist genau der Schattenwurf der Sonne. Ja, genau, genau. Aber nehmen wir mal symbolisch diesen Kreis als Erdschatten an, also den Kernschatten. Und jetzt lassen wir mal die Einzelbilder aus dem von dir, ja, wie üblich ohne Quellenangabe, gezeigten Bild da mal durchplätschern. Jo, sieht doch gut aus. Ja, geradezu gerade. Also die in den Aufnahmen gezeigte Bewegung des Mondes durch den Erdschatten beschreibt offensichtlich eine perfekt gerade Linie. Genauso, wie es zu erwarten ist. Mich deucht, dir sind ein paar größere Defizite beim zweidimensionalen Denken anheimgefallen. Ich habe hier noch eine Mondfinsternis, die sehen wir uns jetzt in einem Video genauer an. Um 4:20, 4:31, wir sehen hier, wie der Schatten hier kommt. Sehr schön. Jetzt ist er hier. Okay, jetzt bewegt sich der Mond hier herein. Er bewegt sich hier rein. Da. Und jetzt sehen wir, er ist halb angestrahlt. Hier. Es gäbe jetzt, wenn der Mond eine Bahn macht, eine gerade Bahn, dann gäbe es zwei Möglichkeiten, wie der Mond so aussehen kann. Entweder er bewegt sich hier durch einen stehenden Schatten oder von unten nach oben, oder er würde hier kerzengerade hereingehen in den Schatten. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Okay, und was denkt ihr, wo dieser Schatten hier, wo der herauskommt? Was denkt ihr, wo der herauskommt? Wenn er hier kerzengerade durch den sogenannten Erdschatten geht. Na, was denkt ihr? Sehen wir mal nach. Ups. Ja, na klar geht er hier raus. Seht ihr es? Er geht hier herein, ja, und geht dann hier oben heraus. Völlig unmöglich. Ja, dann schauen wir uns diese Mondfinsternis doch mal in einer Animation von Time and Date an. Ne? Ja, zugegeben, es sieht ja schon etwas merkwürdig aus. Der Mond rotiert offenbar leicht nach rechts und er scheint in einem leichten Bogen durch den Schatten zu wandern. Was passiert denn, wenn wir den Mond im Bild festnageln und dafür das Video ein wenig rotieren lassen?
No. Sieht doch gleich ganz anders aus. Man könnte ja glatt sagen, die Bewegung des Kernschattens ist geradlinig. Hm? Der Vollständigkeit halber nageln wir jetzt statt des Mondes mal den Kernschatten fest und schauen, wie es sich darstellt. Ja. Abermals eine exakt gerade Linie, auf welcher der Mond den Schatten durchquert. Von einer Rotation oder gar bogenförmigen Bahn, nicht die Spur. Und genau diese Darstellung ist es auch, die man üblicherweise auf Illustrationen zum Ablauf einer Finsternis findet. Nämlich den schematischen und astronomisch korrekten Verlauf durch den Kernschatten. Die leichte Rotation in der ersten Ansicht des Videos beinhaltet lediglich noch zusätzlich die Veränderung der Beobachtersicht aufgrund der Erdrotation, weswegen auch der Mond eine leichte Drehung nach rechts machte. Okay, ich habe hier nochmal zwei Bilder. So geht er hinein. Und dort geht er hinaus. Also hier mit einer Kugel nur zu denken, funktioniert nicht. Wenn ich hier jemanden fragen würde, der könnte niemals erklären, wie er hier hereinkommt, halb hier angestrahlt ist und dann hier herausgeht. Das ist völlig unmöglich. Absurd. Ich lasse mal die Bilder für sich sprechen in einem groben Zeitraffer. Hier nochmal die zwei relevanten Frames. Fällt dir was auf? Zum Beispiel die nahezu perfekte Übereinstimmung? Oder auch die praktisch exakt geradlinige Bewegung? Ja? Du machst hier den Fehler, aus einem einzelnen Bild auf die Bewegungsrichtung schließen zu wollen. Aber das funktioniert nicht. Erst recht nicht, wenn Objekt und Schatten auch noch rund sind und der Kernschatten zudem auch nicht zentral getroffen wurde, sondern zum Rand hin versetzt. All diese Faktoren führen zu diesem Effekt, nennen wir ihn meinetwegen eine optische Täuschung. Aber die reale Bewegung durch den Kernschatten ist eben nicht, wie von dir behauptet, von rechts nach links rein und dann plötzlich von unten nach oben raus, sondern durchgehend in einer geraden Linie. Hier aufgrund der Beobachterposition und Tageszeit in einer Diagonalen beim Monduntergang. Die Momentaufnahmen zeigen es im direkten Vergleich mit der Simulation. Es ist also absolut korrekt und auch präzise erklärbar.